Hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi und insbesondere Analog-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi Studio in Karlsruhe. Im Rahmen unseres Online-Shops für Plattenspieler und analoges Zubehör phono.de möchte ich Ihnen heute von Transrotor der deutschen Manufaktur den Fatbob S vorstellen. Gleich nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Der Transrotor Fatbob S ist ein echtes Masselaufwerk. Keine Gummis, keine Plastikteile dran, die das irgendwo entkoppeln. Wirklich ein reines, schweres Masselaufwerk. Warum Masselaufwerk gut ist, erkläre ich Ihnen im Laufe des Videos. Warum Riemenantrieb gut ist, ebenso. Warum der Regerarm hier drauf ist, fragen Sie sich. Das werde ich Ihnen auch im Laufe des Films erklären. Warum das Dynavektor hier montiert ist, hat auch seinen Hintergrund. Und wir sehen im Bild auch noch hier ein paar Zubehörteile, nämlich das Transrotor-Phono-Teil und ein externes Netzteil. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Damit kann man das Gerät nämlich aufrüsten. Und ob das was bringt, das sollten wir auch hier im Film beleuchten und erklären. Dazu gibt es einige technische Finessen zu erläutern. Da möchte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Zum Beispiel das hydrodynamische Lager. Aber erstmal zur Geschichte von Transrotor. 1971 hat Jochen Rehke schon Transrotor gegründet. Mit den Transrotor AC-Modellen sehen wir hier im Bild, die stammen nämlich original aus dem firmeneigenen Museum der Rehkes. Damit hat die Geschichte begonnen. Da war viel Plexiglas im Spiel. Metall kam dann erst später dazu. Es gibt ja auch die Z-Modelle, die diese ganze Aluminiumkonstruktion verbinden mit Acrylglas. Auch eine feine Sache, aber heute möchten wir uns hier mit einem reinen Masselaufwerk beschäftigen. Die Historie also sehr lang von Transrotor. Und es gab nicht nur Laufwerke, die für den Normalsterblichen gedacht waren. Es gab Überlaufwerke, wie den Artus, der über 100.000 Euro kostet. Immens aufwendige Konstruktionen mit Magnetlagern. Also wirklich ungewöhnliche Geschichten, aber richtig erfolgreich wurde Transrotor vor allen Dingen mit dem Fatbob, den wir hier vorstellen, und den Z-Modellen und das schon seit vielen Jahren. Ich selber begleite die Firma seit über 25 Jahren im Vertrieb, kenne also viele Modelle, kenne die Kniffe. Ich muss zugeben, anfangs war ich kritisch, ich stand auf englische Laufwerke wie Lin LP12 und so und musste mich da erstmal so in die Materie reinfinden, wo hier der Reiz liegt. Wo liegt der Reiz eines Masselaufwerkes? Und wenn man da ein paar technische Kniffe zu verstanden hat und damit richtig umgeht, dann kann das wirklich interessant sein. Ich war immer der Meinung, dass der Swing nur von einem Subchassis-Laufwerk kommen kann, wie einem LP12 oder einem älteren Torrens-Modell. Wurde hier aber eines Besseren belehrt. Man muss sich halt nur etwas Mühe geben. Kommen wir nochmal zur Konstruktion von der ganzen Maschine. Das ist also wirklich Metall, Metall, Metall. Aluminium vom Feinsten. Also die Verarbeitungsqualität eines Transrotors lässt keine Wünsche offen. Ist alles made in Germany, alles per Hand gearbeitet und sehr aufwendig poliert. Das sind Geräte, an denen man wirklich lange seine Freude haben kann. Motor extern, das ist auch gut so. Der Motor sollte hier entkoppelt sein. Der Riemenantrieb, der Riemen, den Transrotor hier verwendet, ist ja kein Flachriemen, sondern Rundriemen. Wo liegt überhaupt der Sinn eines Riemenantriebs? Warum mache ich das nicht anders? Warum nehme ich nicht ein Reibrad oder treibe ihn direkt an wie bei Technics? Nein, hier geht es um Entkopplung. Antrieb maximal präzise gestalten von seiner Steuerung her und dann die Übertragung auf den schweren Teller über den Riemen. Denn da werden die Resonanzen, die ganzen Vibrationen werden da nicht übertragen. Über den Riemen. Die werden im Riemen abgedämpft und das ist gut so. Ich brauche dafür ein hochpräzises Lager. Die Transrotoren hier haben ein hydrodynamisches Lager. Wenn ich ein Lager habe, dann ist die Präzision des Lagers abhängig natürlich auch von meinem Schmierpegel und von der Konstanz des Schmierpegels. Das hydrodynamische Lager ist so konstruiert, dass da, wo meine Übergänge der Lagerflächen sind, da habe ich den maximalen Schmierdruck.
Und deswegen funktioniert das so gut mit so einem schweren Teller. Und dann habe ich einen hundertprozentigen Gleichlauf und wenig Vibrationen, die selbst erzeugt werden im Laufwerk. Und das hat Transrotor sehr, sehr gut gelöst und absolut perfekt im Griff. Es gibt dann noch das TMD-Lager, das wäre hier eine Aufrüstmöglichkeit. Da habe ich das unterstützt noch durch Magnetwirkung, so dass die Lagerkraft geringer wird. Das bringt auch klanglich nochmal Vorteile, weil ich weniger Druck da auf der Kiste habe. Und die Masse in sich dient ja schon auch dazu, auch der Mikrofonie, dem, was durch die Luft kommt, entgegenzuwirken. Ja? Also wenn ich jetzt starken Bassdruck habe und der ganze Plattenspieler wackelt, das wird bei einem so einem schweren Masselaufwerk hier einfach nicht passieren. Dann zum Netzteil. Das ist ein Gleichstrommotor und wenn ich dem noch so ein richtig hochwertiges Netzteil vorschalte, wie das M1 Reference, läuft der noch sauber, noch ruhiger und ich habe noch den Vorteil, dass ich die Geschwindigkeit elektronisch zwischen 33 und 45 umschalten kann. Also ein absoluter Tipp. Man kann das auch ausprobieren, man kann sich das anhören, das sollten Sie tun. Was bringt das Netzteil? Überhaupt die Reihenfolge, was ist hier wichtig bei dem Laufwerk? Das Laufwerk ist das Wichtigste, zum Laufwerk gehört auch das Netzteil, zum Laufwerk gehört das Lager, dann kommt der Tonarm. Man kann auf einen Fatbob auch einen größeren Tonarm drauf machen. Wir haben den Reger montiert, weil er hier schon erstaunlich spielt. Es ist der Einstieg für den Fatbob und bringt einen schon in höchste Klangweihen. Zum Tonarm und zum Tonabnehmer gleich noch mehr. So, legen wir schöne Platte auf. Das ist übrigens der mitgelieferte Plattenbeschwerer, sehr schön gearbeitet mit Silikonring. Einfach damit die Platte sauber plan auf dem Teller aufliegt. Deswegen auch diese ganz leichte Absenkung hier. Und darunter sieht man das, wie schön der gearbeitet ist im Lager mit den ganzen Immo-Schrauben. Ich meine, der Teller wiegt immerhin 12 Kilo. Es gibt übrigens auch, ich stelle Ihnen ja gleich hier mal den Regerarm vor, den wir montiert haben. Es gibt ja auch noch eine zweite Tonarmbasis für Fatbob. So, dass Sie dann zwei Tonarme hier fahren können. Das ist natürlich ein Traum. Also zwei unterschiedliche Arme nehmen mit unterschiedlichen Charakteristika. Sehr schön. Jetzt lege ich eine meiner Lieblingsplatten hier auf. Amanda McBroom Midnight Martini. Viel Spaß beim Suchen. Ist kein Spaß. Ist eine 180 Gramm Aufnahmepressung von Analog Productions. Aktuell ist der Titel nicht mal auf den Streaming-Diensten zu finden. Aber das ist wirklich, man merkt das auch schon, wie schön die Analog Productions damals entgratet waren. Also die haben sich viel Mühe gegeben bei der Produktion der Schallplatten. Zum Anmachen des Laufwerks muss ich jetzt hier einmal rum, denn wir fahren den mit dem M1 Reference Netzteil und schon kann es losgehen. Wie schon vorhin erwähnt, warum der Regerarm? Wir wollen hier einen erschwinglichen Einstieg schaffen in die Welt der Masselaufwerke. Und der Regerarm ist viel besser, als man denken mag. Da sind verschiedene konstruktive Details richtig gelöst worden. Durchgängiges Tonarmrohr, also keine getrennte Hätschel, keine Vermuffung hier vorne. Sehr hochwertige Vertikal- und Horizontallager. Der Werkstoffmix auch hier hinten mit dem Gegengewicht ist sehr, sehr gut ausgewählt. Das Anti-Skating funktioniert hervorragend. Und Transrotor liefert für die Geräte diese Tonarmbasis, auf die der Arm mit einer Dreipunktbefestigung geschraubt wird. Und die Basis ist dann in der Höhe verstellbar, so dass ich am Ende alle Parameter hier sauber einstellen kann. Das könnte ich jetzt noch mit einem zweiten Arm machen. Und bei der Armauswahl sind nach oben, also ich würde mal sagen, das ist das Minimum. Nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Also nochmal die Reihenfolge, erst das Laufwerk, dann der Arm, dann das System. Wir haben hier einen Dyna Vector 10X5 MK2 Neo. Neo ist das MC. Das ist schon immer ein MC gewesen, aber gab es früher immer nur mit High Output. In der neuesten Variante jetzt auch mit Low Output. Das heißt, in Verbindung mit einem guten Vorverstärker macht das durchaus Sinn, auch diesen Tonabnehmer in der Low Output Variante zu nehmen. Das hat einen Aluminiumnadelträger und auf den ist nackt, also direkt in den Nadelträger montiert, eine Shibata-Nadel 3 mit einem Contact-Line-Schliff. Das ist schon echt krass scharf. Der Schneidsichel nachempfunden. Und Dyna Vector hat schon früh, in den 70er Jahren, als der
Basis dieses Tonaufnehmers rauskam, ganz, ganz viele Spulenwicklungen gehabt. Also die haben die Kunst des Wickelns von Generatoren mit dieser minimalen Drahtstärke, da haben die ein Verfahren entwickelt. Das machen die bis heute und das bringt diese Tonabnehmer unheimlich nach vorne. Also ich kenne kaum Tonabnehmer, die so lebendig und hochauflösend spielen und trotzdem das musikalische Fundament daraus arbeiten. Echter Geheimtipp. Ja, schauen wir uns einfach den Markt an Plattenspielern nochmal an. Es gibt Subchassis-Spieler, es gibt Einbrettspieler, Leichtbau, es gibt Konstruktionen, die gar keine Philosophie haben und es gibt Masselaufwerke. Das hier, wie gesagt, Masselaufwerk. Aber wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil? Masselaufwerk muss ich auch mit umgehen können und wollen. Das Gerät ist ein bisschen pflegebedürftiger als jetzt so ein normaler Spieler mit Haube, der staubgeschützt ist. Muss ich mich hier um Staubschutz kümmern, kann ich eine große Acrylhaube rumstellen, kann ich ein schönes Tuch drüber legen, aber muss ihn auch reinigen und pflegen. Offenliegender Riemen möchte ab und zu gereinigt werden. Der Aufbau ist kein Hexenwerk, aber man muss es sorgfältig machen und er ist schwer und braucht eine vernünftige Unterlage. Weil es ist wichtig, wo der draufsteht. Das ist ja mein persönlich modifiziertes USM-Rack hier. Sieht klasse aus, hat diese alten Hochlastträger und massive Eicheböden drauf. Das ist natürlich ordentlich, ist gut entkoppelt und fest und stabil. Da spielt er gut. Was auch unheimlich gut geht, ist Schiefer. Einfach eine Schieferplatte unterstellen. Was die Geräte überhaupt nicht mögen, ist jegliche Art von Blech, Glas, wackeligen Regalen. Dann klingt der nämlich einfach nicht. Also alles, was hier an Energie gespeichert wird, geht dann kaputt in irgendeine Bewegung. Sollte man nicht machen, nicht empfehlenswert, dann lieber zu was anderem greifen. Aber wenn man das richtig macht, dann hat man mit so einem Transrotor richtig Spaß. Und der Fatbob gegenüber den Z-Modellen, das ist ja eigentlich das, was interessant ist, weil die auch preislich so in einer Range liegen. Für was entscheide ich mich denn da? Sind die Z-Modelle sind die gnädigeren. Die verzeihen viel, die spielen etwas weicher im Ganzen. So ein Fatbob in der Konstruktion, der ist gnadenloser. Der spielt alles voll raus. Ich höre jeden kleinsten Unterschied und ich höre auch jeden Unterschied in der Tonabnehmermontage. Da muss man sich mit beschäftigen. Und wenn man das tut oder der Händler das tut, dann hat man ein großartiges Ergebnis. Aber wie gesagt, Z1 und Z3 kann ich genauso aufrüsten in den Optionen mit Lager, mit externem Netzteil, Phonoteil. Die sind eben viel, 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 viel weicher in ihrer Grundabstimmung. Sind zwar auch Masselaufwerke, aber das hier macht 1:1. Ist wie ein Sportwagen, wie ein hart gefederter Sportwagen. Liegt wie Brett auf der Straße und macht, wenn die Straße passt, einen Riesenspaß. Ja, liebe Analogfreunde, das war's auch schon für heute mit dem Fatbob S von Transrotor. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten viele Details mitnehmen, die hier technisch und klanglich relevant sind. Mehr Informationen gibt es auch direkt unter dem Video im Text. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden. Auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier einen Plattenspieler vorstellen. Bis demnächst.